So, hallo und herzlich willkommen, eigentlich überm Wald bzw. auf dem Gipfel. Hier ist natürlich relativ viel los, deswegen werde ich versuchen, möglichst wenig Leute auf die Kamera zu kriegen, die da drauf nicht unbedingt sollen. Der Schauinsland. Der Schauinsland ist Freiburgs Hausberg, ist 1284 Meter hoch und hat nochmal eine Aussichtsplattform, die weitere 18, sage und schreibe nochmal 18 Meter entsprechend höher ist. Die steht da. Yay. So, nur gucken halt eben schnell damit. Wie gesagt, ich will niemanden großartig im Bild haben, das aus Datenschutzgründen. Ne? Ganz einfach. Oh, jetzt kann man da drüben auch gucken. Sehr gut. Dann gehen wir da mal hin. Ja, ich versuche das relativ kurz zu halten. Gibt wieder ein Kurzwissen-Video, worum es mir geht. Der Schauinsland ist aufgrund seiner Höhe und seiner sehr exponierten Lage, dass er quasi einer der ersten Berge vorm Tal ist. Also darunter geht es direkt in die Rheinebene. Da ist also kein höherer Berg noch irgendwie davor. Wenn jetzt also das Wetter von da kommt, was es heute zum Beispiel tut, wie man hier gerade relativ schön auch sehen kann, dann bleibt es am Schauinsland im Regelfall hängen. Und das führt dazu, dass der Schauinsland sehr hohe Niederschläge hat, auch deutlich höhere als ein Durchschnitts-Schwarzwaldberg. Nicht die allerhöchsten, die hat die Hornisgrinde, aber schon doch durchaus sehr hohe, nämlich 1800 mm. Das ist, glaube ich, ziemlich vergleichbar mit dem Brocken im Harz. Der hat auch sowas um den Dreh und der Brocken hat auch eben diese Besonderheit, der erste Berg der nächsten höheren Bergkette aus Richtung, ja, in Richtung der Wolken zu sein, die halt vom Atlantik angeflogen kommen. Ja. Da gibt es kein Hindernis, bis der Brocken kommt. Oder eben kein Hindernis, bis der Schauinsland kommt. Wobei der Schauinsland hat noch die Vogesen davor. Nur ist er halt höher als die Vogesen auf der anderen Seite. Man kann sie leider nicht sehen, aber sie sind da. eben entsprechend wären. Also das ist diese klimatische Sonderlage, die dann solch sehr hohe Niederschläge entsprechend begünstigt. So, aufgrund dieser besonderen Situation und dadurch, dass das Klima auch ein bisschen kälter ist, also die Durchschnittstemperatur, bisschen kälter, als sie eigentlich sein sollte auf dieser Höhenlage. Und durch zugegebenerweise auch eine ziemlich lange Zeit lang Überweidung haben wir hier jetzt einen Wald obendrauf, also da, wo Bäume stehen, man sieht es hier ja gerade, der die besondere Eigenschaft hat, nicht höher zu werden als das, was wir hier sehen. Ja, also zumindest Buchen, die hier schon ihre Schwierigkeiten bekommen, erreichen diese Höhe und das war's. Ne? Also wenn die jetzt älter wären, die sind schon durchaus gar nicht mal so jung, auch wenn sie dünne Stämmchen haben, die wachsen einfach sehr, sehr langsam hier oben. Wenn die älter werden, die werden vielleicht noch so hoch wie nebendran die Tanne, aber das war es dann auch mehr oder weniger. Ja, und daran kann man schön erkennen, dass wir uns hier so ein bisschen im Grenzbereich des Waldes befinden, dass hier langsam ein Klima beginnt, in dem Waldwachstum so ohne weiteres nicht mehr möglich ist und schon gar nicht für die Buche, die ja bei der üblichen Abfolge von Baumarten, wie sie den Berg hochsteigen, als erstes ausfällt. Danach kommt Tanne, und dann kommt erst die Fichte. Hier oben sollten natürlich vorkommen, vor allen Dingen immer noch Buchen. Ja, die sind ja auch da. Einzeln deutlicher Anteil an Tannen. Da sind weniger da, als da sein sollten, aber es gibt sie. Ja, ne? Die da zum Beispiel. Und vereinzelt Fichten. Und die haben wir zum Beispiel auch in diesem Gestrüpp. Da hat es ein paar Fichten drin, müsst ihr mir jetzt glauben. Das da ist nämlich auch wieder eine Tanne. Ja, so. Und ja, also diese besondere Wuchssituation bei der Buche ist schon mal ganz interessant. Und dann haben wir hier ein weiteres Phänomen, das der Buche zu schaffen macht. Nämlich, wenn wir uns die hier mal angucken, die sieht jetzt nicht so richtig gut aus. Wir haben Mitte Juli und jetzt gibt es mehrere Gründe, weshalb eine Buche dann in diesem Zustand sich befinden kann. Möglicher Grund Nummer 1, na, die ist schon vertrocknet. Wäre jetzt 2020 vielleicht durchaus eine Option, die ja man eventuell in Erwägung ziehen könnte, aber lustig ist, dass bei dem, was hier abgestorben ist, offensichtlich sogar noch die entsprechenden Blüten mit abgestorben sind. Und die Ansätze dessen, was dann vielleicht mal hätte eine Buchecke werden sollen. Und das ist, wenn mich jetzt nicht absolut alles täuscht und insbesondere in diesem Ausmaß, in dem das hier stattgefunden hat, Spätfrost.
Heißt, es hat nochmal, nachdem es schon warm geworden ist, nachdem das Frühjahr begonnen hatte, und das ist ja auch so gewesen dieses Jahr, zumindest hier oben auf dieser sehr exponierten Lage, diesem sehr kalten Lebensraum, bereits Frost gegeben. So, und die Buche ist jetzt eine Baumart, die hat ja normalerweise, wie jeder weiß, der schon mal ein frisches Buchenblatt angefasst hat, gerade wenn sie frisch ausgetrieben sind, sehr empfindliche, sehr weiche, sehr saftige Blätter. Und wenn die gefrieren, gerade weil sie saftig sind, dann sprengt es in den Blättern natürlich die Vakuole, also sprich das Wasserreservoir in einer Pflanzenzelle. Und wenn die kaputt ist, dann ist das ganze Blatt im Eimer und das vertrocknet dann nach und nach. Und da kann man auch schön den Unterschied erkennen zwischen eben einem Spätfrostschaden an der Buche und einem Vertrocknungsschaden, dass sie also jetzt schon bereits in den Herbstmodus schaltet, weil es hier oben zu wenig Wasser gibt. Ich meine, hier oben gibt es weniger Wasser als in vielen Jahren, aber so trocken kann es die dieses Jahr nicht gewesen sein. Und vor allen Dingen, die Buchen hier oben sind Trockenheit auch gewöhnt, weil hier ist immer trocken. Hier ist halt nun mal einmal nur der Gipfel und das Einzige, was hier an Niederschlag verfügbar ist, ist halt genau das, was auf diesen wenigen Bogen des Gipfels auch runterfällt. Und deswegen kann das sich eigentlich nur um Spätfrostschaden handeln, denn nochmal, bei Vertrocknung, die Blätter werden abgeworfen. Ja? Der Baum macht einfach das, was er im Herbst auch tut. Er wirft die Blätter rechtzeitig ab, vorher ab. Und hier hängen sie ja alle noch dran. Es liegen auch ein paar am Boden, klar, weil der Wind so langsam runtergepustet hat. Aber das ist ganz typisch für Spätfrostschäden, dass die Blätter absterben, aber eben nicht abgeworfen worden sind. Und normalerweise dieser Abwurfreflex, dieser Abwurfprozess bei vorherigem gelb werden lassen der Blätter, im Fall der Buche werden sie ja gelb, dient ja dazu, noch mal die Nährstoffe rauszuholen, die man noch rausholen kann. Und gerade das wäre besonders wichtig, wenn man einen Notabwurf macht wegen Trockenheit. Es kann also eigentlich wirklich nur Spätfrost gewesen sein. Habe ich jetzt noch nirgendwo gesehen bisher im Schwarzwald. Der Schauinsland ist aber auch nochmal ein besonderer Berg. Und was auf dem Schauinsland passiert, muss nicht im Rest vom Schwarzwald passieren und umgekehrt. Also ist schon speziell hier. Gut, das kurz zu den Dingen entlang des Gipfels, die hier jetzt gerade zu sagen waren. Und dann haben wir es im Wesentlichen auch schon. Mehr brauchen wir dann gar nicht hier groß zu erzählen.